Was ist das? Heublumen. Kannst du dich alleine aufrichten? Da ist schon. Das wird Dr. Leitner sein. Ich hab dir doch gesagt, ich brauche keinen Arzt. Ja, das sieht man. Hallo? Dr. Leitner. Ah, hallo, Frau Daniel. Ich komme. Ja. Die Temperatur ist Gott sei Dank heute Morgen schon wieder runter, aber bewegen kann er sich nicht. Das Wasser ist ja gefallen? Ja, wir haben einen Angel ausgelöst. Das kalte Wasser hat mir überhaupt nicht geschadet, Doktor. Ich bin abgehärtet. Nur beim Rausklettern habe ich mich an einem Ast hochgezogen und da gab es plötzlich einen Ruck im Kreuz. So, wo ist das? Heublumen wollte ich ihm gerade auflegen. Nicht ah. Gut? Oh, so, wollen wir mal sehen. Das Übliche. Bandscheibe? Nein, ein verrenkter Wirbelkörper. Die Bandscheibe, die drückt dann auf den Nerv. Wann darf ich wieder aufstehen, Doktor? Ja. Was nützt es, wenn ich sage, nicht vor einer Woche Sie gehorchen hier doch nicht? Eine Woche? Sie machen mir vielleicht Spaß, Doktor. Ich habe in der Werkstatt eine dringende Termin. Ja, Minerwald, ich weiß, immer dasselbe mit Ihnen. Unbelehrbar bis ins Grab. Ich bin kein Beamter, ich habe ein Geschäft. Ja, Sie sind natürlich unersetzlich, trotz zweier erwachsener Söhne mit Meisterprüfung. Warum hören Sie nicht endlich auf, Eichholz? Ich kenne Ihre Familie nun schon über 40 Jahre und weiß noch sehr genau, warum hören Sie denn nicht endlich auf, Doktor? Tja, warum? Sorgen Sie dafür, dass er wenigstens 3 Tage im Bett bleibt. Versuchen kann ich ja. Ja, aber ich darf Sie nicht rühren. Danke fürs schnelle Kommen, Herr Doktor. Wiedersehen. Doktor. Entschuldigung, Frühstück. Was gibst du? Birkenblättertee und Haferschleim. Fetter. Mit Empfehlung von Herrn Dr. Leitner. Oh, diese alten Medizinmänner, da heißt es immer Bettruhe, Bettruhe. Was Besseres fällt dir noch nicht ein. Oh. Oh, guck mal, geht schon wieder. Und die Schmerzen im Kreuz haben auch nachgelassen. Ja, nur langsam, langsam. Neulich habe ich gelesen, in Amerika, auch nach den schwersten Operationen, der Patient muss doch am selben Tag wieder aufstehen und ein paar Schritte gehen. Ja. Und du sollst dich nicht rühren. Jetzt trink mal erst deinen Tee. Ja. Was ist das? Birkenblättertee. Nee, mach ich nicht. Nein, aber jetzt haben wir den Salat. Komm. Mutter, du musst aufstehen. Schlag dir das aus dem Kopf. Geh doch mal zur Werkstatt und schick mir den Sperber auf. Mit allen Zeichnungen. Ich will ihm alles genau erklären. Dann kann er mit dem Dieter alleine weitermachen. Es ist keiner gekommen heute Morgen. Weder dein Dieter noch dein Sperber. Was? Keiner gekommen? Soll ich mich so getäuscht haben? Nein, aber du hast vergessen, dass Himmelfahrt war. Vatertag. Heute möchte ich eine Mark für jeden Mann, der nicht an seiner Arbeitsstelle erscheint. Mach! Ein Groschen würde mir auch genügen. Ich hatte wirklich einen guten Eindruck von den beiden. Ich hatte mir sogar eingebildet, sie hätten Interesse an der Arbeit, nicht nur am Geld. Der Dieter ist noch sehr jung. Und Sperber, ich weiß nicht, ist dir aufgefallen, dass er einen Flachmann dabei hatte? Du meinst, er trinkt? Ich habe einen Blick dafür. Und wenn er gestern wirklich satt war, so eine Phase, die dauert ein paar Tage. Komm, nur isst mal schön. Ja, aber was mache ich denn nun?
Also meine Meinung kennst du ja. Wenn du willst, will ich gerne mit diesen Bankmenschen reden und deine Situation erklären. Ich kann auch zu Brandstätter gehen oder Prosko und Co. Einer von beiden wird schon bereit sein, den Auftrag zu übernehmen und zur Zeit auszuführen. Ausgerechnet Brandstätter. Ausgerechnet Prosko und Co. Es waren immer anständige Kollegen. Kollegen? Konkurrenten? Robert. Natürlich würden die gerne einspringen. Lieber heute als morgen. Das wäre ein Triumph für sie. Reg dich nicht auf, Robert. Du weißt ja nicht, was du von mir verlangst. Vielleicht ist dieser Barocksaal meine letzte große Arbeit gewesen. Und da muss ich mir bis an mein Lebensende sagen, Eichholz, du hast versagt. Eichholz, du hast kapituliert. Du hast den großen Marathonlauf auf den letzten Metern verloren, weil du dich hast stützen lassen. Ausgerechnet vom Brandstätter, ausgerechnet vom Proske. Nee. Na schön. Dann werde ich eben versuchen, deine Schäfchen einzusammeln. Sie sind Klaus Funke, nicht wahr? Ja, magst du trinken? Nein, danke. Ich suche Ihren Bruder Dieter Funke. Ach, die Flaschen. Wieso? Was bist ist du mit vom Ihnen? Sozialamt? Nein, ich ja, bin... Ich gehe zum Telefon. Da red mit der Mama. Frau Funke? Ja? Frau Funke, guten Tag. Ich bin die Schwägerin von Herrn Eichholz. Ich suche Dieter Funke. Ich wollte eben zur Telefonzelle deswegen. Mein Sohn ist beim Arzt. Er hat sich gestern beim Fußballspiel wehgetan. Mein Mann hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Hoffentlich nichts Ernstes. Ja, der linke Knöchel. Gestern war er ganz geschwollen. Ich habe die halbe Nacht kalte Umschläge gemacht. Und ich heiße. Was? Der Meister hat auch Pech gehabt. So ein Vatertag hat's in sich. Heute liegt er im Bett mit Hexenschuss und in der Werkstatt wartet die Terminarbeit. Mama! Guck mal! Du läufst? Und wo ist Vater? Und er konnte nicht so lange warten. Doch ein Taxi nehmen können. So, heißt das schließlich Gehgips. Du machst ja schöne Sachen. Dritt in der vorletzten Minute. Ach, deshalb mag ich auch keinen Fußball, tut mir so leid. Und wer soll nun die Paprikaschoten essen, die ich gemacht habe? 12 und kein Mensch kommt? Ja, hat meine Mutter denn bei Ihnen nicht angerufen? Eben wollte ich gehen. Na, jetzt erst. Also, auf dich ist auch nicht Verlass. Was sagt denn der Arzt? Ist schlimm mit dem Fuß. Halb so wild. Hauptsache nichts gebrochen. Wollen Sie nicht mit reinkommen? Gern. Schmerzen? Naja, es klopft ein bisschen. Das macht der weite Weg von der Bushaltestelle. Deswegen gehst du auch nicht mehr zu Herrn Eichholz. Du musst da viel zu weit laufen. Oh, da habe ich aber eine Lösung. Platz haben wir genug. Meine beiden Neffen sind gerade ausgezogen und die Zimmer stehen leer. Du hättest 30 Schritte zur Werkstatt und könntest dich zwischendurch ab und zu ausruhen. Ja, wenn du also willst. Tja, Lust hätte ich schon. Natürlich, nur wenn Sie nichts dagegen haben, Frau Funke. Mein Junge hat ja 3 Jahre bei seinem Meister gewohnt. Bis vor 4 Tagen. Und seit 4 Tagen habe ich ihn. Jetzt soll ich ihn wieder hergeben? Es war ja nur ein Vorschlag, Frau Funke, damit er seinen Fuß möglichst schont. Ich ziehe nicht zum Nordpol, Mama. Schon gut. Also ich packe schon mal den Koffer. Im Grunde bin ich ganz froh, wissen Sie, mein Sohn passt nicht mehr hierher. Sein Vater und sein Bruder und diese ganze Umgebung hier. So gern ich ihn bei mir hätte. Es ist besser so. Ihr Kaffee ist aber ausgezeichnet, Frau Funke. Ich hoffe, Sie machen mir bald einen Gegenbesuch. Woher kennen Sie sein Lieblingsgericht, gefüllte Paprikaschoten? Ich habe ihn gefragt. Übrigens, vielen Dank für Ihre Einladung. Ich komme bestimmt mal. Bitte. Frau Sperbe? Ja? Guten Tag. Herr Eichholz schickt mich, mein Schwager. Ich suche eigentlich Ihren Mann. Den suche ich auch. Entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht sagen, wo ich ihn finden kann? Das kann ich Ihnen schon sagen, aber da werden Sie keine große Freude haben. Wie bitte? Wir machen uns Sorgen. Ach, das ist so mit meinem Mann. Der trinkt. Gestern habe ich ihn noch so beschworen. Aber dann kamen 2 Freunde, die haben ihn abgeholt. Vatertag. Naja, und so fing dann alles an. Jede Ausrede ist ihm da ja recht. Und jeder Grund zum Feiern, der wird dankbar angenommen. Ja, bitte. Wo glauben Sie, ist Ihr Mann?
Dann gehen Sie links die Straße runter, 100 Meter in die Eckkneipe. Und der Nadanik ist im Stehausschank neben der Drogerie. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Sperber. Abwarten. Soll ich nicht lieber mit reinkommen? Nein. Schone deinen Fuß. Keiner zum Essen. Der Meister ist krank, liegt im Bett und kann sich nicht rühren, hat einen Hexenschuss und Dieter hat den Fuß in Gips. Und Sie, Sie sind meine letzte Hoffnung, Herr Sperber. Ich bin auch krank. Wir hatten fest mit Ihnen gerechnet, Herr Sperber. Ich bin krank. Verstehen Sie? Ich kenne Ihre Krankheit. Ich meine nicht aus Büchern oder aus dem Fernseher. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Wo bleiben mein Bier und mein Schnaps? Herr Sperber, wir trinken jetzt beide eine gute Tasse Kaffee zusammen und dann bringe ich Sie nach Hause. Mein Wagen steht draußen. Erwin! Erwin! Was ist denn los? Was schreist denn so? Schaff mir dieses alte Weib vom Hals. Ja, mein Olaf. Schaff dir mir vom Hals! Diese lästige Gans. Meint das gar nicht so. Mit dem können Sie heute überhaupt nicht reden, das ist vollkommen zwecklos. Ja, ja. Was wollen Sie eigentlich von ihm? Er arbeitet bei meinem Schwager in der Kunstschreinerei Eichholz. Ja, ja, er hat was auf dem Kasten. Handwerklich. Schade um ihn. Aber vielleicht versuchen Sie es morgen mit ihm oder noch besser übermorgen. Tut mir leid, aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Ja, wollen Sie vielleicht was trinken, einen Kaffee oder so? Ein kleiner Schnaps für meinen Magen, ganz schön. Ja, bitteschön. Aber wenn er doch Innungssieger ist, dann muss er doch etwas können. Aber er ist einfach zu jung, Herr Schado. Ihm fehlt der Überblick. Ja, und ich bin eben einfach zu alt, Frau Charlotte. Aber vielleicht wäre das gerade die richtige Mischung. Hm. Schnäppchen? Immer. Vor 3 Wochen ist er da gesessen und hat genau so auf mich eingeredet. Du benimmst dich, Robert, habe ich ihm gesagt. Gib doch den Auftrag zurück. Aber nein, er hört nicht auf mich. Und jetzt ist genau das eingetreten, was ich vorausgesagt habe. Herr Schado, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie oft ich so auf ihn eingeredet habe. Dieselben Argumente, dieselben Warnungen. Alles umsonst. Er muss seinen Kopf durchsetzen. Was hat er nun davon? Na, immerhin hat diese Arbeit ja beinahe geschafft. Beinahe? Na, alles, was fehlt, ist die eine Wandhälfte mit der Tür. Und der Einbau, natürlich. Frau Charlotte, ich bin Schnitzer und Frau Golder und kein Innenarchitekt. Aber Ihre Erfahrung... Ich bin seit 5 Jahren aus dem Beruf. Und außerdem, warum zum Teufel müssen wir ihm alle nach seiner Pfeife tanzen? Sogar jetzt, wo er im Bett liegt und sich nicht rühren kann. Genau das habe ich ihm auch gesagt. Ich war sogar bereit, für ihn nach Canossa zu gehen. Zuerst zur Bank und dann zur Konkurrenz, damit sie die Arbeit übernehmen und zu Ende führen. Na und? Allein der Gedanke daran bringt ihn um. Ach, Unsinn. Nein, kein Unsinn, Herr Schado. Sie kennen ihn doch. Es tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Jetzt sind Sie mir böse? Nein, nein. Sie haben schon recht, man muss aufhören können. Nur weil Sie sein ältester und einziger Freund sind, habe ich gedacht. Wiedersehen. Warten Sie doch, laufen Sie mir doch nicht einfach davon. Charlotte! Charlotte! Hallo! Hast du Hunger? Ich höre die Säge. Ja, stimmt, es geht weiter. Wer? Dieter und dein Freund Schado. Dieter hat zwar den Fuß im Gips, er kann nicht laufen, aber die Hände sind in Ordnung. Der Dieter und der Franz? Danke, Charlotte. Danke. Du!
Wenn die beiden mit den Zeichnungen nicht klarkommen, sie können jederzeit zu mir rauf und mich fragen. Natürlich. Ja, sag ihnen das. Weißt du was? Ich nehme jetzt dein Bettchen, trage es in die Werkstatt und dann kannst du es ihnen selber sagen. Charlottchen, ich habe Durst. Tee oder Zitronensaft? Beides. Warum ist Sperber nicht gekommen? Genau wie ich dir sagte, er ist Alkoholiker. Sei froh, dass du los bist. Dieter! Bitte komm mal her! Sag mal, Dieter, was hast du denn hier gemessen? Gesamte Füllungslänge 1,21. Ja, hast du denn nicht gesehen, dass der Chef von der Seite herangeschrieben hat? Maße geändert, wie Detailzeichnung, und die hängt da drüben. Neue Füllungslänge 1,27. Ach, du dicker Vater. Was nun? Ja, das frage ich mich auch. Jetzt haben wir lauter Füllungen, die auf beiden Seiten 3 cm zu kurz sind. Also, anflicken können wir nicht. Also, das Ganze nochmal. Es tut mir ehrlich leid, Herr Schado. Aber jede Menge Zeichnungen und dann soll am Schluss noch alles stimmen. Hm? Ich glaube, ich träume noch von dem Barocksaal hier. Der Chef ist überglücklich. Geht alles gut? Ganz im Gegenteil, wir haben die Dinger hier vergeigt. Ich war derjenige. Ach, dir macht doch keiner einen Vorwurf. Das nächste Mal bin ich der Esel. Der Meister fehlt uns, Frau Charlotte. Herr Robert hat gesagt, ihr könnt immer Fragen kommen, wenn er etwas an den Zeichnungen nicht versteht. Ja, aber ich muss den Meister hier fragen können, Frau Charlotte. Hier, verstehen Sie? Ist unmöglich. Robert muss noch ein paar Tage festlegen. Ich habe auch nicht unbedingt an Robert dabei gedacht. Meine Neffen, Manfred Eichholz. Sie sind die Tante von Herrn Eichholz? Ja. Das freut mich aber. Gestern habe ich seine Schwester kennengelernt und seine Schwägerin und noch 2 Damen. Die waren zwar nicht verwandt mit ihm, aber sie haben auch sehr enge Verbindungen mit ihm. Bitte, wovon sprechen Sie eigentlich? Von Vatertag. So schnell werde ich nicht vergessen. Vatertag, das erklärt alles. Wo ist Manfred? Vielleicht bei seiner Schwester. Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Soll ich Ihnen mal was sagen? Manfred hat eine Schwester, Viola, und eine Schwägerin, Carla, und eine Tante, mich. Und wenn Viola gestern dem Manfred einen Streich gespielt haben sollte, dann sieht das Viola sehr ähnlich. Und dem Manfred schadet das nichts. Falls Sie aber das Opfer dieses Streiches sind, dann tut mir das leid. Sie gefallen mir nämlich sehr gut. So, und jetzt zeigen Sie mir Manfreds Arbeitsplatz. Ja. Viola, die dumme Gans, hetzt mir 2 Kolleginnen auf den Hals, die so tun, als seien sie Verflossene von mir. Natürlich war Belinda sauer. Als sie ihr dann erklären wollte, dass Viola meine Schwester ist, da... Jedenfalls, sie glaubt mir kein einziges Wort mehr. Naja, so ein Vatertag hat's in sich. Na so, willst du auch was? Ach komm, sei kein Frosch, komm mit. Nein, nein, Charlotte. Erstens kann ich heute keinen Hammer von der Säge unterscheiden. Und zweitens hat der Alte mich behandelt wie seinen Lehrbuben, als er mich rausgeschmissen hat. Da komme ich doch jetzt nicht in seine Werkstatt und spiele einen Meister. Ja, er braucht ja nichts davon zu erfahren. Ach, schon, Leute. Für dich tue ich viel. Fast alles. Aber wenn Vater und ich jemals wieder zusammenkommen sollen, dann muss er erst mal kapieren, dass ich erwachsen bin. Dass ich arbeiten kann, das habe ich ihm wohl bewiesen. Und dass ich selbstständig bin, werde ich ihm beweisen. Verstehe. Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd. Na, was soll denn nur das schon wieder heißen? Denk mal ein bisschen nach, wenn dein Köpfchen es schon zulässt, Herr Eichholz. Alle Kinder.
machen, Fred? Oh, man sieht mein triefendes Auge. Was heißt triefendes? Trief? Na, das kann ich dir heute nicht erklären. Sag mal, wer war die Dame, die gerade bei dir war? Tante Lotte? Eine Ex-Braut von mir. Samuel, hilf. Und hier wäre noch Platz für unseren Barschrank. Auch Mahagoni. Mit reicher Einlegearbeit. Bitte. Wie gefällt dir das, Werner? Tja, ich weiß nicht. Unsere alten Sachen, die finde ich eigentlich viel gemütlicher. Ja, ich kann sie schon nicht mehr sehen. Aber du hattest mir das so fest versprochen. Ja, schon, aber... Und hier hätte ich noch unser Programm Westminster. Wirklich etwas für den verwöhnten Geschmack. Sieh dir das mal an, Werner. Die Preise finden Sie auf der nächsten Seite. Würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen? Bitte sehr. Ja. Tag, Lottchen. Tag. Nett von dir, dass du mal reinschaust. Leider bin ich gerade beschäftigt. Ja, lass dich nicht stören. Ich habe Zeit. Wolltest du nur mal reinschauen oder ist irgendwas? Ach, Konrad. Aber Lottchen. Ja. Entschuldige, es ist zu albern. Ich mache alles falsch. Nun beruhige dich. Komm, erzähl doch mal. An allem ist nur dieser Vatertag schuld. Oh, bitte. Hör mir auf vom Vatertag, ja? Wieso? Du auch? Ja, mein erster Rausch seit 7 Monaten. Dich erkenne ich nur an der Stimme. Alle sind krank. Weißt du, dass dein Vater einen Hexenschuss hat? Ja, tut mir leid. Er ist ins Wasser gefallen, weil er mit deinem Sohn einen Ausflug gemacht hat. Ja, ja. Mit deinem Sohn. Verstehst du? Ja, ja, ich weiß. Aber warum bist du hierher gekommen? Kannst du dir das nicht denken? Ja. Manfred? Schön, dass du gekommen bist. Du brauchst dir dem Alten nichts zu sagen. So, Charlotte. Den hast du dir heute verdient. Alles in Ordnung, Charlotte? Alles in Ordnung. Schlaf dich gesund, mein Alter.